Moin, meine Digga, Nugget und herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist heute wieder mal ein Yu-Gi-Oh! Video dran und zwar ein Deckbefeuer und zwar dieses Mal von Dino. Dino tatsächlich noch nicht mit den neuen Sino-Karten, allerdings eben mit einer Version, die, sag ich mal, budgetfreundlich ist. Das Deck kostet 5 Euro. Vielleicht sagen wir es so mit den Karten, die ihr halt fürs Extra-Deck braucht. Vielleicht sagen wir 8 Euro, vielleicht 10 Euro. Wenn ihr jetzt noch spezielle Karten haben möchtet, wie jetzt hier, ihr es gesehen habt, jetzt die andere, glaube ich, logischerweise da, das kostet ein bisschen mehr, aber das ist eigentlich eine Karte, die man ja normalerweise schon im Besitz hat. Bedeutet, wir fangen direkt an mit zweimal den Ultimativleiter Tyranno. Ist unser Bossmonster, ist unser OTK-Prügler. 3500 Text, der ist Stufe 10, kann sich selber specialen, indem er zwei Dinos vom Friedhof verbannt, kann ein Dino in eine Karte in der Hand oder auf dem Feld zur auf unserer Seite zerstören, um halt alle Karten, die Gegner kontrolliert, zu verdecken. Und er darf jedes Monster einmal angreifen. Wichtig hierbei, sollte er eben ein Monster auf Angriffsposition angreifen, darf er das automatisch auf den Friedhof legen, um 1000 Burn Damage zu machen. Mal kurz gucken, ist es allgemein. Genau, genau, am Beginn des Damage Steps, falls er ein Monster auf Angriffsposition angreift, darf er es auf den Friedhof legen, um eben 1000 Burn Damage zu machen. Ich würde gerne 3 spielen. Die Alternative, die ich aktuell noch spiele, sage ich dann gleich noch. Allerdings bedenkt bitte, gerne 3. Ihr könnt auf 3 spielen oder auf 2. Ich würde auf 3 empfehlen. Da habt ihr ein bisschen mehr das Grind-Game drin. Weil Zug 2 oder Zug 3 wollte dann immer noch ein Beatstick haben, um zu töten. So, dann ein Pankratops. Pankratops sollte man eigentlich kennen. Ist nicht nur in Dino gespielt worden, sondern in unzähligen Decks ebenfalls. Dann haben wir den Soul-Eating Oviraptor. Der gute Herr sucht bei seiner Beschwörung einfach uns einen Dino auf die Hand. Vollkommen simpel. Und er kann einen Dino auf dem Feld zerstören, um einen Dino aus dem Friedhof zu specialen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Dann die einzige Karte, die sich aktuell auf der Bandis befindet von Dino, und zwar den Miscellaneous Harris. Den könnt ihr abwerfen und für den Rest des Spielzugs sind eure Dinos komplett unaffected. Also keine Impermanence, keine Ash, kein Nibiru und so weiter. Das interessiert ihn dann euch eure Dinos nicht. Zum Zweiten, er kann sich eben vom Friedhof verbannen, gemeinsam mit anderen Dinos. Und in der Anzahl der verbannten Monster dürft ihr dann die gleiche Stufe dann beschwören. Bedeutet, wenn ihr den Verschidosaurus verbannt und jetzt einen zweiten Dino, dürft ihr einen Stufe 2 aus dem Deck specialen. Dino. Wenn ihr 4 insgesamt verbannt, dürft ihr den Stufe 4er specialen. So. Dann einmal den Riesenrex. Das ist jetzt der Agido aktuell noch, aber... ist egal. Riesenrex kann sich vom darf sich specialen, wenn er gebanished wird. Mehr macht er nicht. Der darf sich direkt angreifen, weil er noch 200 ADK plus bekommt pro Dino, der verbannt ist, aber das ist ja egal. So, dann. Der wohl geilste Dino im gesamten Spiel. Baby. Denn, falls diese Karte zerstört wird, dürfen wir einfach einen Dino der Stufe 4 oder niedriger aus unserem Deck specialen. Das gleiche macht Periteraner dann. Der macht allerdings Stufe 4 oder höher. Bedeutet, wir könnten mit ihm den guten Dino Rusher Pankratops aus dem Deck specialen. Ich finde Baby tatsächlich aber noch ein bisschen lustiger, aufgrund dessen wir spielen tatsächlich mehr Stufe 4 oder niedriger Dinos als Stufe 5, Stufe 4 oder höher. Denn auf jeden Fall spielen wir noch den guten Animadorn Arcosaur. Wo ist mein zweiter? Oder hatte ich bloß einen? Aha, ich habe bloß einen. Okay, ein Adam Dawn. Spiel am besten 2. Denn er kann einfach eine Karte, die ihr kontrolliert, zerstören, sowohl von der Hand als auch vom Verfeld, um euch eine doppelte Evolutionspille zu suchen. Genau, oder ein Reptil, Seeschlange oder geflügeltes Ungeheuermonster mit derselben Grundstufe wie das zerstörte Monster. Also, es ist ein doppelter Evolutionspillensucher, das ist vollkommen normal. So, dann haben wir dreimal den Scrap Raptor. Natürlich muss der auch noch hier in das Deck rein. Denn der gute Herr erlaubt es uns einfach eine Karte auf dem Feld zu zerstören, um eine weitere Normalbeschwörung für einen Schrottmonster zu machen für diesen Spielzug. Und falls diese Karte zerstört oder auf den Friedhof gelegt wird, dürfen wir uns einen Schrottmonster auf die Hand suchen, was kein Tuner ist.
Jetzt seht ihr die Alternative, die ich vorhin beim Ultimate Contractor angesprochen habe, und zwar zweimal Schrott Chimäre. Ihr könnt es auf 1 spielen. Diese wunderbare Karte tut bei ihrer Normalbeschwörung ein Schrottmonster aus dem Friedhof Special. Mehr macht sie nicht. So, dann einmal Lysosarge. Lysosarge im einmal bloß aus der Tatsache heraus, dass er Erdemonster zerstört. Ganz wichtig. Egal ob Hand oder Feld und dann eben im gegnerischen Extra-Deck was rumsuchen darf. Ansonsten macht er sonst nicht sehr viel hier in dem Deck. Dann zweimal Wailer. Sollte man nicht erklären müssen. Dann haben wir die untergegangene Welt. Untergegangene Welt ist einfach ein Spielfeldzauber, der sämtlichen Nicht-Dinos 500 ATK und Death klaut. Zusätzlich, wenn wir einen Dino normal, wenn wir etwas normal beschwören bei uns, dann dürfen wir einen Dino-Token auf die Seite des Gegners spezial beschwören. Und solange der Gegner einen Dino-Token kontrolliert oder diesen Dino-Token kontrolliert, darf er keine Karten auf dem Feld als Ziel wählen oder keine Monster als Ziel wählen. So, dann spielen wir natürlich noch den Sucher. Fossile Grabung. Füge deiner Hand eine Stufe 6 oder niedriger Dino hinzu. Mehr macht die Karte nicht, mehr muss die auch nicht. Dann zweimal doppelte Evolutionspille. Wir können einen Dino und einen Nicht-Dino von unserem Friedhof verbannen, um ein Dino aus unserem Deck zu specialen, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Dann Tremel, Darkwood Nomor, Verbotener Kelch, Terraforming, Wiedergeburt und zweimal Impermanence. Das sind die restlichen Karten, die ich jetzt in dem Deck spiele. Was ihr mit den Karten machen wollt, ist vollkommen euch überlassen. Ansonsten im Extra-Deck zeige ich euch erstmal den Standard. Das ist einmal eine Apo, einmal eine Underworld Goddess. Dann jetzt das Einhorn, die IP. Der Pentiskäfer, die sichere Wache, der Linkoribo und der Rest ist, obwohl, und noch ein Abyss-Troller. Das sind jetzt erstmal die ganzen Standardkarten, die sowieso jeder überall spielen kann. Dann kommt der Witz daran, wir spielen natürlich eine Schrott-Wyvern, um den Effekt von den Schrottmonstern besser triggern zu können. Wir spielen einen Reproductus einfach bloß, um weiter das Feld zu beeinflussen. Dann spielen wir ein Naturia-Ungeheuer und einen Savage für die Synchro-Beschwörungen. Und wir spielen Ivysaur Dolka und Ivysaur Lagia. Ich habe tatsächlich noch eine Karte hier im Extra-Deck drinne, und zwar das ist der Topologic Cerberus. Ich möchte ihn mal wieder testen. Ich will einfach mal gucken, was er macht. Wenn er nichts macht, dann kommt er wieder raus. Wenn er wenigstens ein bisschen was macht, dann macht er schon mehr, als ich gedacht habe. Also kann er auch dann drin bleiben. Wenn er ein bisschen macht, macht er schon mehr, als ich erwartet habe. Also kann er drin bleiben. Was ein Deutsch. Gut. Da das Deck jetzt natürlich für viele Leute immer noch das gute Going Second Deck ist, möchte ich euch gerne mal eine Combo zeigen, die das Deck extrem gefährlich macht. Oh doch, ich habe zwei. Gut, der hat geklebt. Alles gleich. Und zwar brauchen wir dafür nur einen Schrottraptor und eine untergegangene Welt. So, und zwar, diese Kombo funktioniert so, dass wir zuerst die untergegangene Welt aktivieren. Wir beschwören den Schrottraptor. Der Schrottraptor wird uns jetzt erst einmal, gibt uns jetzt einen Token auf die Seite vom Gegner. Dann aktivieren wir den Effekt vom Schrottraptor. Wir schießen ihn selber, um uns ein Schrottmonster auf die Hand zu suchen. Das wird die Schrottchimäre. Die Schrottchimäre normen wir und beschwören den Schrottraptor zurück. Dann kommt der Punkt, wir linken die beiden weg. Für die Schrottweiber. Dann aktiviert sich Schrottweibers Effekt. Wir specialen einen Schrottmonster aus dem Friedhof, schießen das sofort wieder, um einen Schrottmonster aus dem Deck zu specialen. In Form eines Schrottraptors. Den können wir irgendwohin beschwören, das ist vollkommen egal. Und jetzt aktiviert sich nochmal der Effekt von Schrottweibern, dass wir eine Karte auf dem Feld schießen müssen. Wir schießen den Token, wir aktivieren den Effekt von Untergegangene Welt. Wir dürfen diesen Token beschützen, indem wir dafür einen Dino aus dem Deck zerstören.
Wir zerstören den guten Baby Saurus aus. Baby aktiviert sich und wird auf ein Stufe 4 oder niedriger Special, das wird der Soul Eating Oviraptor. Und mit dem holen wir uns einen Verschidosaurus auf die Hand. Wir aktivieren Verschidosaurier. Das heißt, unsere Dinos sind jetzt unberührt, das heißt, selbst ein Nibiru aktiviert ist uns jetzt egal. Wir aktivieren den Verschidosaurier und banishen ihn und den Raptor. Das heißt, wir dürfen eine Stufe 2 Special aus dem Deck. Und zwar nehmen wir dafür ein Baby. Jetzt aktivieren wir Soul Eating, schießen Baby, um das zweite Baby aus dem Friedhof zu specialen. Dadurch aktiviert sich Baby, obwohl der muss tatsächlich hier rüber und der Schrottlindwurm bleibt dort oben. Denn der holt den Animadrone Arcosaur. Der muss nämlich jetzt auf der Position unter dem Linkmonster liegen, das ist ganz wichtig. Jetzt aktivieren wir den Effekt von Animadrone Arcosaur und schießen das Baby, um uns eine doppelte Evolutionspille auf die Hand zu suchen. Und Baby specialt uns einen Dino. Und das wird in dem Fall der Giant Rex, der ist Stufe 4. Und jetzt machen wir folgendes. Wir machen aus dem Giant Rex und dem Scrap Wyvern machen wir einen Reproductus. Reproductus macht jetzt folgendes. Der wird jetzt erst einmal den Verschidosaurier zu einem Erdemonster machen. Und dann können wir nämlich, weil der Scrap Raptor ist ein Tuner und aus dem Erde Stufe 1 Animadrone, machen wir ein wunderschönes Naturia-Ungeheuer. Dann können wir schon aktivieren die doppelte Evolutionspille. Wir verbannen einen Scrap Wyvern und wir verbannen einen Animadrone, da wir den erst einmal nicht mehr brauchen. Und beschwören einen Ultimate Conductor Tyranno aus dem Deck. Ah ne, Moment. Nicht den Animadrone, das ist falsch. Und zwar, wir nehmen auf jeden Fall den Riesenrex, weil der specialt sich dann wieder. Und dann können wir noch einen Rang 4 machen, und zwar auf einen Ivysaur Lagia oder einen Ivysaur Dolka. Ich würde euch am Anfang erst einmal immer den Dolka empfehlen, weil der Dolka, der ist etwas besser als der Lagia, es sei denn, ihr wisst natürlich genau, wogegen ihr spielt. Okay, gut. Es hat sich nicht verändert, und zwar, ihr habt jetzt nur noch Folgendes. Ihr habt erst einmal, der Gegner kann sich in die Hose scheißen gehen, wenn er irgendwas spielt, was Zauberkarten braucht. Wir haben zwei Monster Negates. Wir haben, by the way, immer noch drei Handkarten. Wir haben immer noch drei Handkarten, mit denen wir noch nichts gemacht haben. Und wir können einmal, jetzt ist halt der, das ist halt der Punkt, er muss ja ein Dinos. Nee, wir können ein Monster einfach aus unserer Hand stellen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal irgendein Monster in unserer Hand. Wir nehmen den Soul Eating, ist vollkommen egal. Können wir immer noch die gesamten Monster vom Gegner verdecken. Das heißt, wir haben einen Quick-Effekt Book of Eclipse. Was saugut ist, gerade wenn man jetzt gegen Decks spielt, die jetzt keine Fusionsbeschwörungen machen, sondern eher jetzt Kashtira zum Beispiel, nur XC-Spam betreiben. Weil mit verdeckten Karten darf man weder Synchron, XC, Link. Das heißt, in dem Fall haben wir einen Vorteil. Und ja, das wäre jetzt einfach mal die simpelste Combo. Und ich hoffe, das Deck war euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann hauen sie da rein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss!